Willkommen zu einem neuen Video und ihr habt es euch ja gewünscht. Ich habe ihn mit ganz besonderem mitgebracht zu einem ganz besonderen Game. Möchtest du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin 54 Jahre alt, bin seit fast 30 Jahren im Fernsehen und habe seit knapp anderthalb Jahren auch einen YouTube-Kanal. Und für den nehmen wir nämlich heute auf, nämlich ich werde mich den ganzen Tag begleitet von... Darf ich jetzt abnehmen? Ja. Kai! Pflaume, Applaus! Dafür, dass ich da bin? Ja, ich finde das, also für mich ist das schon was Besonderes. Da kriege ich selten Applaus alleine dafür, dass ich da bin. Echt? Ja. Ich kann dir sogar einen Partypopper geben, warte. Partypopper! Guck gerne bei Kai vorbei, da haben wir nämlich, machen wir was ganz, ganz Tolles. Da kriegt ihr Einblicke, die ihr von mir nie bekommt, weil ich euch diese Dinge nicht zeige. Ein Tag mit Jasmin. Ja. Mit Gnu. Er wird nie wiederkommen, hat er schon gesagt. Und er bereut's, aber... Hast du dir gedacht? Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Echt? Ja, dann kann ich dir eine neue Wohnung zeigen, das wäre voll geil. Ja, so. Yes! Geil! Deswegen freut euch. Ja. Die erste Roomtour in der neuen Wohnung gibt es bei mir auf dem Kanal. Das wäre episch, ne? Das können wir schon gern machen. Ja. Das ist aber dann echt ehrenvoll von mir, dass ich das mache. Ja, aber du hast dich jetzt eben mit so vielen Dingen, also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, beziehungsweise wann veröffentlichst du das? Ich würde sagen, passend mit deinem okay, dann. Also für alle, die das Video mit Jasmin auf meinem Kanal noch nicht gesehen haben, kann ich nur sagen, schaut da mal rein, weil da seht ihr wirklich sehr viele Sachen und Jasmin erzählt auch sehr viele Sachen, die sie so noch nie erzählt, noch nie gezeigt hat. Ja, vor allem am Abend. Ja. Also, seid gespannt. Ja. Ja, Jasmin ist zum Beispiel, das fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich sagen, na, ist eine der Gamerinnen. Die sehr früh aufsteht. Ja, stimmt. Aber das wissen die schon tatsächlich. Ja, aber das fand ich jetzt, also die männlichen Kollegen sind ja eher Langschläfer. Ja, aber wie gesagt, man muss ja selber immer wissen, was man alles macht und wie viel man machen möchte. Gut. Und deswegen spielen wir jetzt Phasmophobia. Du darfst einmal diese wunderbaren Kopfhörer anziehen von Logitech, von LOL, League of Legends. Mega schön sind die, oder? Kooperation? Nee, also das ist mein Jahrespartner, aber ich verwende Logitech schon seit ich YouTube mache. So. Deswegen umso schön, dass sie Zeit hat. So, also, was spielen wir heute? Wir spielen ein Spiel, in dem wir Geisterjäger sind. Wir spielen jetzt auch mal ohne Leute, du kannst es mit Leuten spielen. Genau, deine Aufgabe besteht darin, den Geist zu ermitteln und auszutreiben. Und das machen wir jetzt. Ich bin sozusagen ein Ghostbuster. Du bist ein Ghostbuster. Bastard, hast du gesagt? Buster. Ah, Buster. Genau, du bist ein Ghostbuster und wir gehen jetzt einmal rein, wir machen mal fortgeschritten. Du willst aber auch alles missverstehen, ne? Ich habe mein ganzes Leben missverstanden. So, dann gehen wir jetzt rein. Dann erkläre ich dir das. Maus und Tastatur, du warst ja in Fortnite auf dem 14. Rennen Platz bei Trimax. Das ist immer die beste Option. Ist das sowas wie Fortnite? Nein. Schade. Fortnite kann ich richtig. Ist komplett was anderes eigentlich, macht das immer alles. Okay, brauche ich auch die Maus oder gar nicht? Genau, du brauchst auch die Maus. Ich schieb dir das noch ein bisschen mehr her. Hier auf WASD. Bewegst du dich? Muss mich jetzt erstmal umgucken hier. Aktuelle Gesamtaktivität. Genau, das ist so. Ist das ein Hobbykeller? Das ist so dein. Das ist dein Safe Van. Also in dem befindest du dich gerade noch. Ja. Und das sind die ganzen Gegenstände, die du brauchst, um den Geist zu ermitteln. Okay. Tatsächlich. Und hier bewegst du dich quasi auf WASD. Wer? Also, am besten, genauso gedrückt hast du noch nie auf Tastatur gespielt. Ja, auf zu lachen. Können wir diese Frage kurz klären? Natürlich habe ich noch nicht auf Tastatur. Doch, ich habe einmal auf Tastatur gespielt. Okay, dann musst du quasi deine Finger so haben, dass du alle auf WASD hast. Also der mittlere Finger kommt auf, genau, und so. Und dann kannst du dich damit nach vorne und nach hinten bewegen. Genau. Ach. Und dann musst du aber parallel die Maus bewegen, um deine Richtung Das ist anstrengend. Okay. Genau. Gut, und dann was soll ich tun? Kann ich was greifen? Kann ich? Genau, also wenn du zum Beispiel da diesen roten Schlüssel anschaust, ja, gehst du hin und lenkst mal nach unten. Hier kann ich. Genau, und dann drückst du auf die E-Taste. Also du musst auf den Schlüssel direkt drauf pointen. Mit der Maus. Was denn jetzt? Da, dieser Kreis muss auf den... Ach, genau. Den Kreis habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann drückst du auf E. Auf E. Und jetzt hast du den Schlüssel, sehr gut. So. Dann würde ich sagen, drehst du dich mal kurz... Pointe? Da kann man nichts machen. Dreh dich mal kurz einmal um, dass du hier hinschaust, genau da auf die Tafel. Und da kannst du jetzt schon mal so ein paar Informationen erfahren. Okay. Mhm.
Zum Beispiel, keine Ahnung, das. Entdecke welche andere. Das sind, genau, das sind die Ziele. Mach ein Foto vom Geist, okay. Okay. Genau, dann gibt es noch, ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Sandra Garcia. Den sollte man aber nicht sagen, sonst wird der Geist sauer. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Genau, das ist so das, was wir wissen müssen. Dann, Journal J zu Rate ziehen. Genau, das siehst du dann, das geben wir nachher alles ein. Da kannst du nachlesen, welcher Geist es ist. Meinst du, dass das irgendjemand interessiert, wie ich mich jetzt hier durch so ein Spiel durchstolper? Ja, meine Gnus. Ja. Die lieben okay. Das. Genau. So, dann rein ins Leben. Dann drehst du dich gerne mal um zum Regal. Jetzt brauchst du nämlich so ein paar... Genau, es brauchen wir, genau, einmal das kannst du nehmen. Die Spritbox. Dann würde ich einmal vielleicht unten diese Taschenlampe nehmen. Hier die Videokamera. Genau, und die schwarze. Die ist ganz wichtig, sonst sehen wir nichts. Ja. Die kannst du auch schon mal gleich auf F anmachen. Auf F. Oder drück mal rechte Maustaste. Kann dir jetzt die Geisterbox an, mach nochmal aus, rechte Maustaste. Mhm. Ich glaube, T war's. Genau, die lassen wir jetzt einfach durchgängig an. Jetzt hast du Licht. Ah, ja, sehr und gut. Und dann können wir jetzt raus aus dem Van gehen und drückst du auf dieses Ziffernblatt da, auf dieses Mauspad. Genau, musst du nach vorne laufen und dann... Muss ich erst drauf gehen? Genau. Hey, aber ich finde dafür, dass du nie mit Maus und Tastatur gespielt hast, geht es voll zügig. Ja, ich bin... Also echt. Ich bin native. Wirklich. So, okay, dann kannst du einmal in das wunderschöne Haus spazieren, hinter dir. Da und das? Nee, also da rein. Ah, genau. Das? Sehr schön. Und da treffen wir jetzt Sandra Garcia. Genau, Sandra Garcia. Sandra Garcia. Muss ich irgendwas tun, um die Tür aufzumachen? Ich glaube jetzt einfach nur linke Maustaste, wenn du an die Tür weiter rangehst. Genau, und dann musst du linke Maustaste gedrückt halten, um die Tür zu öffnen. Perfekt. Okay. So, jetzt bist du im Haus. So, hier deine Mikrowelle. Das Beste ist, du fragst den Geist, weil das Spiel hört dich. Ja. Dass du sagst, wo bist du? Wo bist du, und gib Geist? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Und dann läufst du einfach mal durch die ganze Wohnung und guckst, ob du irgendwas hörst oder irgendwas passiert. Okay. Oh, ich habe schon gehört. Oh. Hast du den Lichtschalter gehört? Der ist hier, der Geist sogar. Du hast dein Glück. Da hat irgendwas geklappt. Genau. Ah, hier. Ich glaube hier in den... Der hinter dir, der schmeißt die ganze Zeit Sachen. Drück mal auf die rechte Maustaste und sprich mal mit dem Geist. Bist du hier? Hey, so. Geist, bist du hier? Geist, lauf bist mal du hinter hier? Dich. Der ist, glaube ich, hinter dir. Genau, da hinten ist der, glaube ich. Ja? Mhm. Dann frag ihn mal ganz laut. Hey, Mikro. Geist, wo bist du? Wo bist du, Geist? Sandra, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, hast du gehört? Nee. Oh ja. Hallo. Hallo. Okay, ist also hier. Das heißt, du kannst mal die Geisterbox ausmachen auf rechter Maustaste. Ja. Gehst in dein Journal auf J. Yep. Und kannst hier oben schon mal auf Beweise drücken. Und du hast jetzt Geisterbox, kannst du anklicken. Geisterbox nicht. Nee, nein, ach, genau. Wie das dumm ist Geisterorb, kannst du nochmal wegklicken, nochmal. Mhm. Genau, so. Ja, genau, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal einen Beweis. Was hast du denn noch dabei? Drück nochmal auf J. Genau, scroll mal mit der Maustaste durch. Ja, genau, das ist die Kamera. Da kannst du mal auf rechte Maustaste drücken und kurz mal vielleicht da nach hinten was gehen. Was ist das da oben? Da kannst du die platzieren, aber das musst du eigentlich nicht. Ich würde tatsächlich mal kurz da nach hinten gehen, ein bisschen. Ja. Genau, läufst gerade gegen den Küchenblock. Gegen den Küchenblock. Sag doch was. Genau, und jetzt kurz mal umdrehen. Dann machen wir kurz das Licht aus und jetzt einfach mal die Kamera stillhalten, um zu gucken, ob du irgendwo irgendwelche. Da siehst du das? Das Licht da? Da hinten rechts? Ja. Ja. Das sind Geisterorbs. Das heißt, wir haben schon den zweiten Beweis. Das geht aber schnell. Du bist ein richtiger Speedrunner. Ja. Speedrun Kai. So, was haben wir hier? Da waren wir ja noch gar nicht. Genau, aber hier ist wahrscheinlich nichts, was ja den Geist. Also das Ziel ist immer, den Geist zu finden und dann schnell alle Beweise zu sammeln. Garage? Genau. Hallo! Nee. Drück nochmal auf J. Dann kannst du auf Beweise nochmal. Also bist du ja, dann gibst du Geisterorb ein. Drück nochmal auf Geisterorb, was durchgestrichen ist. Ah, hier. Und nochmal. So, okay, passt.
Dann müssten wir nochmal zurück in den Van gehen und weitere Beweismittelchen holen. In den Van? Ja. Ich muss erstmal das Licht wieder anmachen. Auf T. Auf T. Ja. In den Van? Nein. Nee, also zu unserem raus aus dem Haus. Die Sache ist, wenn man zu lang braucht, dann greift der Geist doch an und bringt einen um. Kannst du nach rechts nach draußen gehen. Du machst das echt gut. Du hast echt noch nie Tastatur gespielt. Ich habe also das Spiel noch nie gespielt und dafür, muss ich sagen, kannte ich mich jetzt allein in dem Haus schon gut aus, oder? Ja, vor allem, dass du auch mit Maus und Tastatur spielen kannst. Also ich habe ja schon mal... Ist das hier unser Van? Nein. Doch, genau, das ist der Van. Van. Genau, da kannst du dann mal hochdüsen. Dann geh mal kurz an den Schrank wieder. Du kannst deine Items jetzt auf G droppen. Mit also, G wieder hinlegen. Genau, kannst einfach G drücken. Genau, dann scroll nochmal weiter mit der. Die kannst du behalten, die brauchen wir. Nochmal weiter scrollen. Kannst auch G droppen. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal die... Genau, Buch kannst du gerne mitnehmen. Mhm. Und... auf E. Auf E. Und die Taschenlampe unten. E. Genau, kannst du aber kurz durchscrollen, dass er das wegmacht. Also die da brauchen wir. Weil die zeigt dir, ob der irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen hat. Also die kleine schwarze muss wieder mit dem Punkt auf die... Da ist dieser Punkt und damit musst du auf die schwarze drauf. Hä, wo ist denn der Punkt? Ah, jetzt. Da. Jetzt. Genau, das muss da drauf. Ja, ja. Genau. Also auf die Taschenlampe hier muss der drauf. Ja, noch ein bisschen. Da ist der Punkt. Ja, jetzt. Yes. Genau, und jetzt kannst du nochmal reingehen. Ah, ich bin aufgeregt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die erste Runde vielleicht schaffen können. Also ich sag's ja gerne nochmal dazu, ne? Meine Gaming-Erfahrung ist ja nicht so ausgeprägt. Warum bist du dann Platz 14 auf Fortnite geworden? Das hätte ja, ich bin das für alle, ne? Da müssen wir vielleicht einmal Bezug nehmen. Ne? Ich habe ja mit dem lieben Kollegen Trimax einmal Fortnite gespielt und bin 14. von 100 geworden. Ja, und es hätte noch besser laufen können, wenn er mir nicht den falschen Tipp gegeben hätte am Ende. Ja, habe ich mich selber also das war Trimax schuld. Ja, natürlich, wir haben wie immer. Tatsächlich schon den dritten Beweis, ohne dass du was tun musstest. Ja. Geh nochmal nach hinten, wo der Geist ist und sag mir, was dir auffällt. Genau, noch mal ein bisschen weiter in die Richtung. So. Noch ein bisschen weiter. Siehst du gleich, dass irgendwie, wenn du ausatmest. Genau, du hast nämlich Gefrieratem. Ah. Das heißt, Temperatur ist ganz kalt. Gut. Das heißt, du kannst auf J. Ist Gefrieratem sowas wie Mundgeruch? Ich glaube, Gefrieratem würde nicht stinken, oder? Okay. J. Und dann kannst du... Gefriertemperatur. Genau, ne? Und jetzt ist ein Onryo. Du hast es eigentlich schon. Unten kannst du den Geist auch mal anklicken. Okay. Wenn du jetzt ganz mutig bist, kannst du noch versuchen, ein Foto vom Geist zu machen. Ja, komm, wir machen ein Willst Foto du? Vom Geist. Okay, ja. Dann musst du nochmal in Van gehen. Das ist aber echt schwer, weil da musst du echt abhauen, wenn der huntet, ne? Huntet? Wenn der dich jagt. Ja, ich weiß, was hunten heißt. Oh Gott, ich dachte gerade, es wäre im Spiel. Oh Mann, ey. Genau, du kannst wieder alles außer deine jetzige Taschenlampe wieder auf G droppen. Dann scroll mal gern durch. So. Die Taschenlampe behalte ich, ne? Genau, nochmal weiter. Das kannst du. Genau, die behältst du, das schmeißt du weg auf G. Dann gehen wir gern an das andere Regal einmal. Ja. Weil da hat es nämlich diese wunderbare Fotokamera. Ah, sehr gut. Genau. Auf E. E. Und dann guck mal kurz auf die Tafel. Deine Sanity ist bei 81, okay. Das heißt, du wirst irgendwann verrückt, wenn du zu lange im Dunkeln bist. Du kannst jetzt, wenn du magst, ein bisschen den Geist ärgern und mal seinen Namen sagen. Okay. Nochmal, guck nochmal auf die Tafel. Ich muss mal ganz kurz hier. Sandra Garcia. Genau, das kannst du jetzt ein paar Mal schreien. Sandra Garcia, ich komme. Im Haus und dann, also wenn der Geist huntet, dann schlägt dein Herz und das Licht flackert. Okay, das merke ich, ja? Genau. Dann bist du kurz vorm Herzinfarkt. Und dann musst du eigentlich ganz schnell dich umdrehen, ein Foto machen und abhauen. Okay. Wie mache ich ein Foto? Auf rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Ja. Okay, ist nicht linke, ne? Genau, rechte. Okay. Ja, du läufst gerade gegen den Zaun. Scheiße. Komm wieder, immer noch? Nee, jetzt. Du musst gleich ein bisschen zu mir kommen und du bist aus der Cam. Ich bin aus der Cam, ja, oder du? Hier. So, ich gehe einfach hier hinten. Über beide. So. So. So, jetzt, der war ja da hinten, deswegen schrei mal, genau, da hinten rechts war der, deswegen schrei mal gern ihren Namen ein bisschen. Sandra Garcia, wo bist du? Sandra.
Sandra Garcia. Sag gerne mal, gib uns ein Zeichen. Oder gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Zeige dich, Sandra Garcia. Ich habe noch niemand gehört, der das so, so viel Liebe ausspricht. Sandra! Gib Sandra! Genau, das hat ein Foto gemacht. Ja. Gib nach hinten, da, nach rechts ein bisschen. Da nach hinten, da war die. Wie sieht der Geist denn aus? Weiß? Der zeigt sich dann, es kommt immer drauf an. Sandra! Sandra! Sandra Garcia, gib uns ein Zeichen. Komm raus, Sandra. Sanity verabschiedet sich gerade ordentlich. Wo ist sie denn hier? Es ist wirklich... Oh, sie hat gerade was geschmissen. Genau, sag mal Sandra... provozier sie einfach. Kannst sie auch Sandra rein? Garcia, wo bist du? Sandra! Du warst nie für mich da. Sandra! Ja, die schmeißt schon ordentlich was, hörst du das? Ja. Ich sehe schon, unsere Sanity droppt gleich, wir sind alle tot. Sandra Garcia, du musst Spanisch sagen. Es ist keine gute Zeit, jetzt die Tastatur nicht mehr bewegen zu können. Die kann jederzeit angreifen, Kai. Warum kann ich sie denn jetzt ausgerechnet nicht mehr bewegen? So, raus genau, und dann hier links. Genau, ich glaube, du hast die... Ah. Du musst mit dem Mittelfinger am besten auf W gehen und dann genau okay. W, A, S, D. Sandra Garcia, Sandra Garcia, Sandra Garcia. Sandra, wo bist du? Ich glaube, wenn man die beleidigt, wird es noch schlimmer. Sandra Garcia. Du alte... Damit zensieren wir. Dann wollen die das nicht. Macht's piep, 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 piep. Wo ist sie denn? Das gibt's ja nicht. Die haben halt noch nicht schwer gemacht, wenn man Ultra, also wenn man Profi macht, dann greift die direkt an, aber ich wollte es nicht am Anfang, dass es so hart wird. Aber bleib ruhig ein bisschen drin, dann kommt die eh. Also nicht rausgehen. Deine Sanity müsste jetzt eigentlich eh schon ein bisschen down sein. Kannst du auch mal gern weiter im Haus rumlaufen, zu uns, nach hinten, mal ein bisschen alles durchstöbern. Vielleicht finden wir einen verfluchten Gegenstand. Einen verfluchten Gegenstand? Jetzt mal hier die Treppe hoch. Aber du kannst auch mal gern nach oben düsen. Bäh. Oh, hier die Treppe. Wo ist denn die Treppe? Wo ist die ist hier jetzt? Links, wenn du dich umdrehst. Da musst du da lang, geradeaus. Ah, und dann da hoch. Komm schon, du schaffst es. Ja, und jetzt guck nach unten, du guckst nach oben. Ah, ach so, deswegen. So. Ja, jetzt bist du oben. Sandra! Sandra Garcia. Sandra Garcia! Aber ich glaube, es kommt sie eh bei deiner Sanity schon ganz unten. Sandra Garcia, wo bist du? Santa Maria. Mach ein Foto von dir. Sandra, du kriegst kein Foto. Du bist in der nächsten Sendung nicht mehr dabei. Ich guck einfach mal gerne die Räume durch. Vielleicht finden wir den verfluchten Gegenstand. Da wird es erst richtig. Ah, hier sind wir. Unter dir ist sie, sie schmeißt Sachen. Was ist der verfluchte Gegenstand? Das ist... Unterschied ist es auf jeden Fall nur ein Ball. Also es ist unterschiedlich. Manchmal ist es ein Geisterbox, manchmal sind es Tarotkarten. Ich werde es erkennen und werde dann schreien. Das heißt, einfach die Schränkchen anschauen und dann... war das nichts, läuft. Autozeitung? Nee. Genau, dann kannst du eigentlich wieder die Tür raus. Dann in den nächsten Raum gehen. Wo ist die Tür? Dann wieder mit W nach vorne. Yes. Dann da raus. Jetzt wieder im Flur, ja, ne? Also da raus. Ah, ja. Dann laufen wir nochmal zurück. Da ist nochmal eine Tür und du weiter geradeaus gehst. Da. Geradeaus. Da rein? Da ist noch eine. Vielleicht ist da noch was drin. Ja, die ist ja zu. Musst du wieder einfach recht linke Maustaste drücken und dann öffnen, wenn du auf die Tür zuläufst. Ah, ja. Also, genau, dann, ja. Und dann geradeaus, während du die Maustaste gedrückt hältst. Ach, yes, so. Jetzt sie auf. Look at this! Er öffnet Türen! So, was ist das jetzt hier? Das ist auch nichts, nur ein Magazin. Auch nur ein Magazin, was ein Scheiß. Was? Okay, auch nicht. Ah, das ist ein. Nee, das kann man auch nicht. Das ist nur ein Handy. Sandra. Okay, dann können wir nochmal runter, die greift jetzt Kaffee-Tasse. Dann, glaube ich, die gleich an. Dann musst du, wenn es halt, wie gesagt, gleich die Taschenlampe flackert, musst du schnell ein Foto machen und dann abhauen. Raus kannst du nicht mehr, du musst dann warten, bis sie fertig ist.
Jetzt kannst du gerne mal ruhig die Treppen runter. Hier waren wir auch noch nicht. Auch nochmal einfach Maustaste gedrückt lassen, dann, wenn du auf der Tür bist. Genau, und dann geradeaus durch. Yes. Badezimmer. Hier ist es nicht. Vielleicht geradeaus noch da in der Tür. Ja. Das ist ein Schrank. Geht nicht auf. Ja, braucht man, glaube ich, auch gerade nicht. Da nochmal rein. Oh, jetzt handelt sie, jetzt bist du. Runter? Foto, Foto, mach ein Foto, siehst du von dir, du bist tot! Nein! Ich hab da ein Foto gemacht! Ich hab da ein Foto gemacht! Du hast mir es zu spät gesagt. Es tut mir leid, aber hey, ich das war dein... Ich hab ein Foto gemacht. Ja, aber wir müssen abhauen, du musst ein Foto machen und dann wegrauen. Ey, aber guck mal, Versicherung. Wir hatten eh einen falschen Geist. Aber hey, Leute, das allererste Mal Tastatur, wirklich. Ja. Ist aber voll gut gewesen. Ja. Wirklich. Ich sag jetzt, du bist schon wieder Motivation. Nee, ich mein's ernst, weil ich oft mit Leuten, die das erste Mal Tastatur gespielt haben, und da konnte man gar kein Video aufnehmen, weil dann immer, das ist ja mit beiden, muss auf einmal mit beiden Händen. Und so. Deswegen bin ich echt sehr überrascht, das hast du sehr gut gemacht. Sehr intuitiv, ne? Was ich super, übrigens super nett finde, das ist ein sehr charmanter Zug von dir, dass du heute noch nicht einmal gesagt hast, also weder beim Sport jetzt, weder noch hier beim Spielen, ne, das hast du für jemand in deinem Alter echt gut gemacht. Oh nee, das hasse ich ja auch nicht. Oder, also dafür, dass du eine Frau bist. Ja, hast du es weit gebracht. Oh, diese Sätze. 5 Sätze, die dich triggern werden. Nee, deswegen, also hast du echt gut gemacht. Also, ja. Deswegen, Leute, lasst ganz viel Liebe da, Daumen nach oben. Hat er super gemacht, wirklich. Und, checkt sein Video ab und lasst ganz viel Liebe da. Ich freue mich schon, ja, ich so. Ich merke schon, für den zweiten Anlauf reicht es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen nämlich so einen dritten Kanal was aufnehmen. Machen wir auch noch, ne? Und wir haben ja auch noch ein bisschen was für mein Video heute zu drehen, weil dieses Video ist ja sozusagen innerhalb meines Videos entstanden. Stimmt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Liebe Genuss. Ja, das musst du sagen, dass sie jetzt gehen sollen. Jetzt raus! Raus!